Neue Aufträge? Okay, ich würde einfach sagen, wir gehen. Wir machen durch die Sümpfe, hä? Odens Bekannter. Also es wäre noch ein neuer Auftrag verfügbar, oder sollen wir den gerade machen? Komm, wir machen den. Komm, wir machen. Wir klären einfach alles. Story machen wir gleich. So, was haben wir denn hier? Adäquate Windnutzung. Ich benötige bestimmte Bauteile. Normalerweise würde ich sie selbst besorgen, aber in meinem momentanen Zustand ist mir das leider nicht möglich. Details zum Antrag finden Sie bitte in der Herberge erfragen. Es folgen die Nachrichten des Tages. Schön, euch wiederzusehen. Ihr seid Shinra also entkommen. Haben gehört, dass es dir nicht so gut gehen soll. Das spricht sich ja schnell rum. Habt ihr euch Sorgen gemacht? Wenn ihr schon hier seid, könnt ihr mir einen Gefallen tun? Ich wurde gefragt, ob ich beim Besorgen von Bauteilen für eine Windmühle behilflich sein kann. Aber in meinem Zustand geht das nicht. Könntet ihr das vielleicht übernehmen? Was denkst du? Wir schulden ihm was. Tun wir ihm den Gefallen. Die Kopfschmerzen und Schwindelgefühle machen mich fertig. Ich habe es in meiner Jugend wohl etwas übertrieben. Tja, dafür zahle ich jetzt den Preis. Kopfschmerzen und Schwindel. Sonst noch was? Manchmal höre ich Stimmen. Stimmen, die mich rufen. Sie verlangen, dass ich zu ihnen kommen soll. Ach, vergesst es. Als ich jung war, habe ich in der Garde gedient. Doch dann sind meine Eltern gestorben und ich habe Shinra verlassen, damit ich ihr Geschäft weiterführen kann. Es ist eine lange Geschichte. Kurz gesagt hat Shinra nicht nur meine Familie, sondern auch meine Heimat geraubt. Grund genug, sie zu hassen, oder nicht? Ja. Aber du kommst doch aus Kalm, oder? Diese Stadt wurde einst von Shinra zerstört. Sicher, sie wurde wieder aufgebaut. Aber meine Heimat kann ich sie nicht mehr nennen. Ich bin nur deshalb noch hier. Damit ich den Grund für meinen Hass nicht vergesse. Oha. Nicht die gesündeste Lebenseinstellung. Danke. Die Einzelheiten wird euch Mildred erklären. Sie wohnt in der alten Siedlung am Meer. Ab zu Mildred. Schaut einfach nach Windmühlen. Okay, Leute. Also, es ist... Musik ist zwar cool, Alter, aber wirklich... Es ist zu... Das ist ein bisschen zu laut. Wie aus Sicherheitskreisen bekannt wurde, wird die Suche nach... Besser. So, wo wollen wir hin? Da hoch. Die Musik ist zu laut. Auch in den Fights. Ist mir schon mehrmals aufgefallen. Windmühlen sind wir hier richtig.
Seid ihr Freunde von Broden? Freut mich, dass ihr gekommen seid. Was sagt ihr? Ist sie nicht schön? Die Mühle stammt noch aus Zeiten der Republik. Sie unterscheidet sich grundlegend von allen Entwürfen Shinras. Ich werde alles daran setzen, damit sie sich wieder dreht. Allerdings ist das leichter gesagt als getan. Mir fehlt ein Bauteil des Innenkrühwerks. Das ist nirgendwo zu bekommen. Aber ihr werdet mir ja glücklicherweise helfen, das Bauteil zu beschaffen. Danke. Noch irgendwelche Fragen? Ja. Das Bauteil selbst wird nicht mehr produziert. Aber ihr solltet es herstellen können. Damit ihr anfangen könnt, braucht ihr einen Synthesechip. Der verrät euch die nötigen Materialien und dann müsst ihr sie nur noch einsammeln. Einfach, oder? Einen Synthesechip habt ihr ja bereits gefunden, oder? Dann geht es gleich weiter mit der Synthese selbst. Die notwendigen Materialien könnt ihr euch von einem Quetzalcoatl besorgen, der hier in den Graslanden herumschwirrt. In letzter Zeit sieht man ihn wegen des Makoreaktors allerdings kaum noch. Wollt ihr euch trotzdem auf die Suche machen? Lass uns mit den Lebensquellen weitermachen. Ja. Auch gut. Dann viel Erfolg. So, Katzekottel. Also. Das war dieses Synthese-Ding hier, ne? Windmühlenbauteil, da ist es doch. Katzekottel-Kralle. Auf Wunschliste setzen. Wo sehe ich die jetzt? So, Katzekottel. Wo ist der Katzekottel? Da ist der Katzekottel. Gegen den haben wir schon gekämpft. Dann kämpfen wir halt doch mal gegen den. Machbar! Oder? Kottel gerade einmal. Analysieren. Wirksam Eis. Du kannst noch. Übernimm du. Okay, das war schlecht. Das ist nichts. Okay. Sehr gut. Kannst du weiter mit einem deine Kraft? Und wieder besser.
So, ich brauche Königsfeder auf Cloud. Und dann Limit von hier. Hab ich Eis, Mogi. So. Naja, aktuell nicht. Bin ich jetzt drin? Warte mal, ich hab Shiva. Ja, ich hab Shiva da. Ich hab mich das letzte Mal auch besiegt. Danke, dass du so schnell gekommen bist. Du schaffst das schon. Ich mach das alleine. Synthese. Kotzekottel. Gott sei Dank kann man ja schnell reisen, Leute. Das ist sehr, sehr viel Zeit. Oh, wir zücken! Zu Zeiten der Republik, da wussten die Leute noch, was echte Handwerkskunst ist. Das sollten wir gleich mal ausprobieren. Materie. Fantastisch. Es funktioniert. Wie der Wind vom Meer die Flügel antreibt. Ich kann mich gar nicht daran satt sehen. Jetzt bin ich aber mal sehr gespannt, wie viel Energie wir so gewinnen können. Am liebsten hätte ich diesen Anblick ja zusammen mit Broden genossen. So wie früher auf unseren Reisen. Naja, jedenfalls vielen Dank. Ihr habt mir einen großen Traum erfüllt. Geht ihr jetzt nach Kalm zurück? Das ist der Plan. Dann richtet Broden bitte was aus. Er soll zusehen, dass er schnell gesund wird. Damit wir bald mal wieder durch die Welt ziehen können. Okay? Okay. Was gibt's denn hier? Behandeln. Ah, das ist sehr gut. Warte mal. Das ist sehr gut. Was haben wir denn hier bei Aerith? Luft und Gebet ist, glaube ich, gut, aber wir machen hier auch noch Behandeln. Zustandsheilmagie, ne? Ich glaube, sowas wie Frosch und so. Ah, ne, Antidot, Medica. Doch, müsste eigentlich.
Analyse Morphen, Erstschlag. Ja. Warte mal, ich wollte noch. Eris wollte ich eigentlich noch. Der wollte ich eigentlich noch hier diese MP-Dings geben. Gebet ist schon stark, ne? Ah, das braucht sie tatsächlich weniger. MP Boost. Das braucht sie am ehesten. Okay. So. Wie weit sind wir? 10 von 16 Gegnern. Dann geht's jetzt weiter mit der Story, Leute. Dann geht's jetzt erstmal weiter mit der Story. Hey. Ah, sorry. Ich muss Browns Bericht noch erstatten. Ach so. Mildred wird sicher erfreut gewesen sein. Sie will wieder mal mit dir reisen. Das will ich auch. Besonders nach all der Arbeit. Ehrlich gesagt, ein langer Urlaub wäre wunderbar. Dann mach doch einen. Ein übler Gestank liegt in der Luft. Fast so wie damals in Hojos Labor. Eine Reise. Richtig. Ich muss aufbrechen. Bist du okay? Das ist das Schicksal ehemaliger Soldaten. Wir degenerieren. Etwas, wobei dir kein normaler Arzt helfen kann. Du bist doch auch Soldat, oder? Ex-Soldat. Verzeih mir, ich wollte dich nicht verunsichern. Schließlich passiert das ja auch nicht bei jedem Soldaten. Ja. Du bist noch jung. Genieße dein Leben. Verfolge deine Ziele. Die kann Shinra dir nicht nehmen. Niemals. Hörst du? Okay. Die den Anschlag in Midgard